Ich bin in Colmar. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. So, da bin ich nun in Colmar. Hier muss irgendwo die Stadt sein. Ich will jetzt hier nicht so laut quatschen. Die machen hier irgendwie Qigong oder sowas. Muss ich gleich mal gucken. Und ja, gehen wir einfach mal in den Stadtkern, oder? Colmar liegt an der Elsässer Weinstraße und bezeichnet sich auch gern als Hauptstadt der Elsässer Weine. '823 wurde sie das erste Mal urkundlich erwähnt. Die Stadt ist berühmt für ihre gut erhaltenen Bauwerke aus 6 Jahrhunderten. Und im Frieden von Nimwegen 1679 gelangte Colmar an Frankreich. Aber man sieht hier noch unglaublich vieles, was auf Deutsch hindeuten könnte. Bei den Häusern fällt mir aus, dass die Erdgeschosse meist aus Stein und nicht im Fachwerkstil gebaut wurden. Das ist eine Folge der Holzknappheit, denn im Mittelalter wurde per Gesetz geregelt, dass erst die Obergeschosse aus Holz gebaut werden durften. Die ältesten Fachwerkhäuser wurden bereits im 16. Jahrhundert gebaut. So, jetzt bin ich in Klein-Venedig angekommen. Klein-Venedig ist der Name des Verlaufs der Lauch in Colmar. Dieser Name stammt ohne Zweifel von der ursprünglichen Ausrichtung der Häuser zu beiden Seiten des Flusses. Colmar ist neben Mühlhausen und Straßburg die drittgrößte Stadt hier im Elsass. Ich bin echt froh, dass ich im Sommer nach Colmar gekommen bin. Überall zieren schöne Blumen diese ohnehin wunderschöne Stadt. Besonders aufgefallen sind mir die kleinen, schnuckeligen Cafés und Lädchen, die hipster-like oder einfach nur schön anzusehen sind. In Colmar kann man sich herrlich treiben lassen. Auch wenn die Altstadt sich immer mehr mit Besuchern füllt, ist es herrlich entspannt und freundlich. Ein Fachwerkhaus sieht hier schöner aus als das andere. Auch die Touristen-Bimmelbähnchen drehen hier in hoher Frequenz ihre Runden. Dennoch hat Colmar etwas Märchenhaftes und ganz Besonderes an sich. Einige der schönen Fachwerkhäuser hier in Colmar wurden auch überputzt. Das Problem war, dass in manchen Epochen dieser Fachwerkstil nicht als schick galt. Jetzt kommen wir zu einem der beherrschenden Sakralbauten in Colmar. Hier hinter mir seht ihr den Martinsmünster. Das ist eine von 1230 bis 1360 errichtete katholische Kirche. Was für ein Bauwerk! Nach der Französischen Revolution war sie kurzzeitig eine Kathedrale des Bistums. Da oben seht ihr die Kirche der Dominikaner. Sieht aus wie ein Geist. Ich habe mir jetzt noch mal schnell hier drin ganz provisorisch was zum Essen gekocht. Weil in Colmar, da war es so voll und ich wollte auch nicht wirklich ewig lang in so einem Restaurant sitzen, weil ich wenigstens so im Halbdunkel noch am Stellplatz ankommen wollte.
Und das hat auch geklappt. Ich bin hier am Stellplatz und es war halbwegs hell noch. Also man konnte noch was sehen. Ist immer blöd, wenn man im Dunkeln am Stellplatz ankommt. Ja, jetzt koche ich mir hier schnell noch ein paar leckere Sachen und dann gehe ich ins Bett. Gute Nacht.